QVED, Quo Vadis Editorial Design. Kurz QVED. Wohin geht es also mit dem Editorial Design, fragten zum dritten Mal die Kuratoren der QVED, Boris Kochan, Mike Ködinger, Jeremy Leslie und Horst Moser. Dazu versammelten sie in den Tagen vom 26. bis 28. Februar 2015 namhafte Vertreter dieser Königsdisziplin, wenn es um das Zusammenspiel von Text, Bild, Gestaltung und Technik geht. Und wie schon in den Jahren zuvor war auch diese QVED wieder viel mehr als nur eine weitere Designkonferenz. Diese QVED ist einfach ein gigantisches Fest. Ein Fest für die Sinne, ein Fest für den Kopf. Es ist inspirierend, es ist ein großes Gemeinschaftswerk von ganz vielen Menschen, die auf wirklich unglaublich engagierte Art und Weise gemeinschaftlich dafür sorgen, eine Konferenz zu machen, wie es sie ganz selten gibt. Aber es ist natürlich nicht nur die besondere Atmosphäre, die Editorial Designer, Grafiker, Fotografen, Hochschullehrer und Studenten auf die QVED lockt. But it's about loving editorial design. The reason we love that, in all its forms, it's analog and digital. It's about words and it's about images and it's about design. I love the way they come together and add and multiply and. Die QVED ist vor allem auch ein Fest für die Augen, denn zu sehen gibt es viel und Faszinierendes, wie etwa die Sammlung des Amsterdamer Designers Jaap Biemans, der unter dem Pseudonym Cover Junkie einen der meist beachteten Blogs zum Thema Magazincover betreibt. Es ist ein besonderer Kosmos, in dem Editorial Designer leben. Vom Independent-Magazin bis zu den Erzeugnissen großer Verlagshäuser, Politik, Satire, Mode, Technik, Sport, Kunst oder Business, kurz alles, was das moderne Leben ausmacht, bildet sich hier ab. Und entsprechend groß ist der Bogen, den die Kuratoren in ihrem klug gestrickten Programm gespannt haben. Kiosk heißt deshalb nicht zufällig. So gab es historische Exkurse wie den von Herbert Lechner, der die Geschichte des Kiosk als städtisches Schaufenster für Zeitschriften aller Couleur aufleben ließ, oder den bewegenden Vortrag von Thilo von Debschitz über das Werk des 1888 in Berlin geborenen Fritz Kahn und die einzigartigen Illustrationen seiner populärwissenschaftlichen Bücher. Und dann waren da natürlich einige Altmeister der Branche, wie etwa John V. Barry, Roger Black und Stephen Heller, der neben vielem anderen über 30 Jahre Art Director bei der New York Times war und der mit einer guten Portion Ironie die Bedeutung von Avantgarde-Magazinen für die Entwicklung des Editorial Designs betrachtete. The term avant-garde is a little misleading, because you're avant-garde for about a minute and then you're guard. Der Panel-Talk von Heller mit dem Typografen, Autor und Ehrenpräsident der Atypie, John D. Barry, und dem Art Director und Designberater für Zeitschriften wie dem Rolling Stone, der New York Times, der Washington Post und vielen anderen, Roger Black, war nur ein Highlight unter vielen. Da war etwa die große Herlinde Kölbel, die ihr durchaus beklemmendes Projekt Targets vorstellte, bei dem sie in fast 30 Ländern die Ziele fotografierte, an denen Soldaten üben, auf Menschen zu schießen. Oder die fantastischen Bildgestaltungen einer Sylvania Zipura, alias Madame Peripetie, mit denen sie Kunden wie Canon, Stella Artois, Le Monde und viele andere begeistert. Und schließlich Horst Moser, der unter dem Titel Irre eine geradezu aberwitzige Revue einer außer Rand und Band geratenen Presse bei der Fußball-WM 2014 präsentierte. Wenn heute gefragt wird, wohin das Editorial Design sich bewegt, darf auch das Wechselspiel von Print und digitalen Medien nicht fehlen. So nahm sich auch eine ganze Reihe der Vortragenden dieses Themas an. Darunter Veronika Burian und José Scaglione von Type Together oder die Magazingestalterin Kathi Krause, die sowohl im Print als auch im digitalen Medium zu Hause ist. I think that what happened with digital media is because it's so cheap to publish and because of business models, because of display advertising, is that every medium on the web sort of sees itself as either a news site or blog. And I believe that we can create a lot more value. Mit über 50 Referentinnen und Referenten wartete die QVED 2015 mit einem eindrucksvollen Programm auf, zu dem sich noch ein Illustrators Panel Talk gesellte und den Besuchern unter dem Titel Mac Talents mit der Präsentation von Workshop-Ergebnissen und einer Ausstellung Einblicke in die Welt der studentischen Magazine ermöglicht wurde.
Dass diese Konferenz vor allem ein großes Fest ist, bestätigte sich dann auch nochmal am Abend des letzten Konferenztags, als die Band Hong Kong Five, bestehend aus 5 ehemaligen Spiegelredakteuren, für einen ausgelassenen Ausklang der Quet 2015 sorgte.